Ja, einen wunderschönen guten Abend. Ich begrüße Sie und euch zu unserer heutigen Luxemburg-Lecture mit Philipp Stab. Und vorweg ein, zwei, drei Bemerkungen von mir. Diese Lecture ist für uns auch so ein bisschen die Auftaktveranstaltung zu einer zweitägigen Tagung zur Klassenanalyse und Klassenpolitik, die wir zusammen mit der Universität Jena, dem Projekt Klassenanalyse von Klaus Dörre, ab morgen hier durchführen. Hat wahrscheinlich jeder auch im Programm sich angeguckt, als er die Einladung für heute angeklickt hat und hat diesen etwas werbetechnisch zumindest unglücklichen Namen, langen Namen, neosozialistische Klassenpolitik in der ökonomisch-ökologischen Doppelkrise. Und dort wird dann morgen auch noch mal in einem Workshop die Möglichkeit bestehen, zu Fragen des digitalen Kapitalismus und so weiter, all das weiter zu diskutieren, was heute vielleicht nicht zur Sprache kam oder nicht ausreichend diskutiert worden ist. So, und jetzt ist mein Part schon fast zu Ende. Also wir haben Philipp Stab eingeladen. Der hat gerade ein Buch herausgebracht im Surkamp Verlag, mit dem wir hier auch zusammen, also in Kooperation, diese Veranstaltung machen. Das sieht so aus, heißt Digitaler Kapitalismus. Da ihm das immer peinlich ist, dafür Werbung zu machen, sage ich, man kann das da vorne auch käuflich erwerben und mit nach Hause nehmen. Und die ja, hier steht Ungleichheit im digitalen Kapitalismus. Ich finde eigentlich den Titel des Buches irgendwie viel schöner, weil er also so zwei Dinge enthält, die einem auf den ersten Blick stutzig machen, nämlich im Unterteil Markt und Herrschaft, was etwas merkt, also was eine doch überraschende und neue Kombination ist, die man so oft nicht mitbekommt, weil entweder wird über den Markt geredet oder über Herrschaftsverhältnisse, aber dass Markt und Herrschaft irgendwie miteinander zusammenhängen, ist eine Geschichte, die ist längere Zeit nicht besprochen, diskutiert, in Büchern behandelt worden, finde ich. Und ich fand das erstmal gut, dass also das eine ein kleiner Aufmerksamkeitserreger im Untertitel war. Und der zweite ist natürlich die Ökonomie der Unknappheit, wo alle Welt davon redet, der Kapitalismus ist eine Ökonomie der Knappheit. Und deshalb bin ich auch sehr gespannt, was du in diesem halbstündigen, dreiviertelstündigen Vortrag, Lecture uns zu erzählen hast. Und danach können wir dann darüber diskutieren. Geplant ist, dass wir so um 8 herum diese Veranstaltung beenden. Zumindest den offiziellen Teil. Ansonsten kann man hier dann noch, wer will, weiter Gespräche führen und vielleicht noch ein Wasser oder einen Wein trinken. So, Philipp, bitteschön. Ja, herzlichen Dank für die nette Einführung und schön, dass Sie alle da sind. Danke auch für die Einladung. Das war jetzt eine unheimlich kurze Einführung. Ich weiß gar nicht, ob ich all die Rätsel, die in diesem Titel enthalten sind, heute lösen kann, weil ich sozusagen den Input jetzt schon so strukturiert habe, dass er ein bisschen auch als ein Kommentar möglicherweise zu dem Thema dieser folgenden Tagung, nämlich dem der sozialen Ungleichheit, zu verstehen ist. Aber wenn die Rätsel nicht gelöst sind, können wir das dann ja prima diskutieren. Gut, ich werde also über Ungleichheit im digitalen Kapitalismus sprechen und ich werde das so ein bisschen seminaristisch machen, mit sozusagen klaren Kategorien. Ich werde erst etwas ein bisschen zum Kontext dessen sagen, was ich jetzt schon seit einigen Jahren unter dem Stichwort des digitalen Kapitalismus so verhandle, in diversen Publikationen zum Beispiel. Ich werde etwas über die Geschichte des digitalen Kapitalismus sagen, über die Frage von Kapitaldynamiken und Investitionsdynamiken, Markt und Ökonomie, über die Rolle des Faktors Arbeit, und das dann eng führen hinsichtlich Fragen sozialer Ungleichheit. Und weil wir uns ja in einem politischen Haus befinden, dachte ich, es kann auch nicht schaden, nochmal 2-3 Minuten am Ende über strategische Optionen, die sich aus dem ergeben, was ich Ihnen erzähle, jedenfalls wenn Sie mich fragen, nachzudenken. Okay, der Kontext vor dem, oder der Hintergrund, der Kontext, vor dem ich jetzt schon eine Weile über das Thema des digitalen Kapitalismus spreche, lässt sich sozusagen von rechts bis links innerhalb der Wirtschaftswissenschaften und der politischen Ökonomie im Grunde genommen auf die These der säkularen Stagnation der postfordistischen Ökonomie bringen, also sozusagen das Auslaufen des hohen Wirtschaftswachstums, der hohen Wirtschaftswachstumsraten etwa Mitte, Ende der 1970er Jahre, je nachdem in welchem
nationalen Kontext sie sich befinden. Das ist, wenn man so will, wenn man etwas länger guckt als nur bis 2011, also zum Beispiel als in Deutschland auf der Hannover-Messe der Begriff Industrie 4.0 aus der Taufe gehoben wurde, dann beginnt die Geschichte dessen, was wir üblicherweise heutzutage so als Digitalisierung beschreiben, etwa zu dieser Zeit. Und der Aufstieg der digitalen Technologien, da werde ich nochmal drauf zurückkommen, nimmt dann sozusagen richtig Fahrt auf, insbesondere in den 1990er Jahren. Das Publikum ist ja verhältnismäßig jung, aber Sie alle haben zumindest schon mal gehört, dass in den 1990er Jahren wir schon mal einen ähnlichen Hype rund um dieses Thema hatten, während dem, was wir sozusagen Dotcom-Boom und Dotcom-Bust nennen. Die 2010er Jahre sind dann die Jahre, in denen die Leitunternehmen des digitalen Kapitalismus, Google, Apple, Facebook, Amazon für den Westen, ich spreche in dem Buch auch viel über die Leitunternehmen des chinesischen Kapitalismus, zu den wertvollsten Unternehmen der Weltwirtschaft aufsteigen und nach sozusagen dem Crash von 2008 das kommerzielle Internet zum entscheidenden Wachstumsfeld der Weltwirtschaft wird. Zu einem Wachstumsfeld, das allerdings von spezifischen Charakteristika geprägt ist, die mittlerweile ja sozusagen auch den Qualitätsjournalismus erreicht haben, Netzwerkeffekte, Skaleneffekte und Ähnliches. Ich komme darauf zurück. Die Leitunternehmen des digitalen Kapitalismus sind in dieser Phase hochgradig expansiv und liefern sozusagen für den Kapitalismus als Ganzes so etwas wie ein Versprechen auf eine neue Quelle für Wohlstand und Wachstum. Deswegen, weil ich ein deutscher Professor bin, ein Akademiker, liefere ich Ihnen so eine kleine Basisdefinition ganz am Anfang mit. Wir sprechen jetzt heute über digitalen Kapitalismus unter diesem Label als Durchsetzung und Verbreitung der mit dem kommerziellen Internet verbundenen sozioökonomischen und ideologischen Dynamiken. Und Sie merken vielleicht schon, damit sind gewisse Dinge auch sozusagen so ein Stück weit ausgeklammert, nicht wahr? Zum Beispiel Fragen, bei denen ich sagen würde, ich tue mir da schwer, sozusagen wirklich viel Neues drin zu erkennen, etwa sagen dem, was wir unter Industrie 4.0 thematisieren. Okay, fangen wir an mit der Geschichte des digitalen Kapitalismus. Ich mache das heute für ein relativ breites Publikum, manches mag bekannt sein, trotzdem ist es, glaube ich, wichtig, da nochmal darauf hinzuweisen. Die Selbsterzählung des Silicon Valley über den eigenen Aufstieg ist eine, die sozusagen, wenn Sie mich fragen, falsche Anleihen bei Schumpeter nimmt in ihrer Glorifizierung des Unternehmers, der sozusagen schöpferisch zerstörend in der Wirtschaft aktiv ist. Mariana Mazzucato beispielsweise, aber auch andere haben sehr eindrücklich gezeigt, dass am Anfang der digitalen Ökonomie weniger sozusagen diese berühmten Garagensituationen, bei dieser Garage nimmt der Mythos der Garagenunternehmen seinen Ursprung, das ist die berühmte Hewlett-Packard-Garage. Es ist weniger das der Anfang der digitalen Ökonomie und mehr sozusagen ein investiver Staat, der über die Finanzierung von, mit öffentlichen Mitteln, über die Finanzierung von Basis-, Grundlagenforschung und auch angewandter Forschung die spätere Kommerzialisierung von sozusagen öffentlich finanzierten Innovationen erst ermöglicht. Und der zweite Mythos, mit dem man relativ aus guten Gründen aufräumen muss, wenn man über den digitalen Kapitalismus spricht, ist der, dass es sich um so etwas wie eine sozusagen isoliert an der Westküste der USA und erstmal unabhängig von sozusagen anderen Makrotrends der politischen Ökonomie ablaufenden Prozess handelt. Wir haben es vielmehr mit einem Prozess zu tun, der aufs Engste verbunden ist. Mit den Makrotrends der Restrukturierung des postfordistischen Kapitalismus. Es gibt tolle Arbeiten dazu, wie im Prinzip diese ganze Entwicklung losgeht mit der Privatisierung der Telekommunikationsmärkte, in den USA nicht mit der Privatisierung, aber mit der Zerschlagung von AT&T, das ja schon damals ein privatwirtschaftliches Unternehmen war. Es gibt außerdem sozusagen, Sie können Sie den Aufstieg der digitalen Technologien nicht verstehen, wenn Sie nicht verstehen, dass sozusagen sämtliche Arten von Automationstechnologien, die Sie im industriellen Sektor seit den 1970er Jahren eingesetzt haben, im Grunde genommen auf digitalen Basistechnologien basieren. Da sind überall Chips, Halbleiter und dergleichen verbaut. Und das hat natürlich sozusagen die Funktion der Generierung von Nachfrage nach sozusagen digitalen Basistechnologien schon seit den 1970er Jahren erzeugt.
Gleiches gilt für diesen Makro-Großtrend, den wir üblicherweise unter dem Dach des Begriffs der Globalisierung thematisieren. Die Integration globaler Wertschöpfungsketten, wie wir sie verstärkt in den 1990er Jahren gesehen haben, ist vollkommen undenkbar ohne die Mittel der Echtzeitkommunikation und Vernetzung, die die digitalen Technologien geliefert haben. Und auch hier haben wir eine ganz entscheidende Nachfragequelle nach Technologien aus diesem Sektor, die das Wachstum dieses Sektors sozusagen gefördert haben. Der wichtigste, glaube ich, Punkt, an dem man dann, wenn man nach Verbindungen zu größeren Makrotrends der politischen Ökonomie fragt, erinnern muss, ist, dass wir es bei Finanzialisierung und Digitalisierung im Grunde genommen mit sozusagen brüderlich-schwesterlichen Dynamiken zu tun haben. Der Finanzsektor war ab den 1980er Jahren, und das gilt bis in die jüngste Vergangenheit hinein, der wichtigste Kunde für den Digitalsektor durch sozusagen das Abnehmen von Produkten und Infrastrukturen für die Restrukturierung von Finanzmärkten, ich war High-Frequency-Trading und so weiter und so fort. Er war natürlich auch die wichtigste Kapitalquelle für die risikoreichen Investitionen, die diese Unternehmen groß gemacht haben. Und er ist, was sozusagen vielfach, also was, wo ich sehe überhaupt nicht, dass das irgendjemand schon mal richtig beschrieben hat, Vorbild für die Marktpolitik und Geschäftspraktiken der Digitalkonzerne. Nicht nur, was sozusagen die Strategie des Aufbaus von effektiven Monopolen und sowas angeht, sondern bis hinein sozusagen in die Funktionslogiken der Geschäftsmodelle. Wenn Sie sich angucken, wie die Märkte für Online-Werbung funktionieren, dann erkennen Sie sofort, was by the way sozusagen stimmt, dass die von einem Quant von Goldman Sachs programmiert wurden. Strukturell sehr, sehr ähnliche Prozesse, die sich auch in personellen Kontinuitäten, an personellen Kontinuitäten ablesen lassen. Sie kennen vielleicht die Geschichte von Jeff Bezos, nicht wahr? Der sozusagen, bevor er Amazon gründete, ja bekanntlich bei D.E. Shaw arbeitete, einem der Wall Street Hedgefonds, bei denen der Hochfrequenzhandel praktisch erfunden wurde. Sie kennen diese Geschichte vielleicht auch, weil der Economist sozusagen in den letzten Jahren ja Cover nach Cover mit irgendwelchen riesigen chinesischen, amerikanischen Robotern, die gegeneinander kämpfen, herausgebracht hat. Es gibt irgendwie so die Frage, haben wir es eigentlich sozusagen mit gleichförmigen Dynamiken zu tun, wenn wir die Leitkonzerne der USA und die der chinesischen Variante des digitalen Kapitalismus vergleichen, oder sind das eher unterschiedliche, ganz unterschiedliche Formationen? Ich glaube, es gibt für beides gute Argumente. Das Argument, das sozusagen die Unterschiede dieser beiden Blöcke klar macht. Sie können die Blöcke hier sehr schön sehen, nicht wahr? Sie haben im Prinzip, wenn Sie sich, da steht jetzt 2017, ich habe das gerade nochmal nachgeguckt, das ist sozusagen nach wie vor auch 2019 korrekt. Wenn Sie sich die Plattformunternehmen und den 100 wertvollsten Unternehmen angucken, dann sehen Sie sozusagen den amerikanischen Block, Sie sehen den chinesischen Block und Sie sehen eine eigenständige Peripherie, die aus verschiedenen Gründen hochgradig interessant ist, mit Yandex und Mail.ru, und das ist das russischsprachige Internet. Sie sehen ein ähnliches Bild, wenn Sie auf die sozialen Medien als ein exemplarisches Feld des digitalen Kapitalismus gucken. Alles, was hier blau ist, ist quasi Monopol von Facebook. Facebook, Instagram, WhatsApp. Und dann sehen Sie, es gibt sozusagen einen großen Block mit China, und es gibt diese eigenständige Peripherie. Ich spreche von Peripherie, weil es sozusagen einfach ein ökonomisch wesentlich schwächerer Raum ist, nämlich Russland. Wir haben also zwei Blöcke. Wir haben, so unterstellt zumindest sozusagen die auf Unterschiede abstellende Variante, im Grunde genommen einen Markt, nämlich die USA, und ein Staatsmodell, nämlich die chinesischen Leitunternehmen. Und wir haben, was richtig ist, zunehmend geostrategische Konflikte dieser Unternehmen in verschiedenen Weltregionen, sozusagen den nicht verteilten Teilen des Kuchens, etwa insbesondere in Südostasien, Indien, zum Teil in Lateinamerika, sehen wir massive Konflikte um Marktanteile, in Indien zum Beispiel, wie zwischen Amazon und Alibaba. Dann haben Sie aber eben auch die andere Perspektive auf diese Frage. Sie haben eine Situation,
der globalen Expansion im Grunde genommen gleichgerichteter Geschäftsmodelle. Und wie deren Formation, deren Format aussieht, werde ich Ihnen gleich noch ein bisschen detaillierter erzählen. Und Sie haben, was extrem wichtig ist, wenn Sie unterstellen, der sozusagen digitale Kapitalismus chinesischer Prägung sei so etwas wie ein Stamokap 2.0, im Prinzip sozusagen Gleichheit von Staat und Unternehmen, dann verkennen Sie massive Konflikte, die sich in dieser Formation befinden, die Sie schon an den globalen Investitionsdynamiken, die zum Beispiel bei den drei wichtigen Internetunternehmen in China, Baidu, Alibaba und Tencent, sich zeigen. Sie wissen das, 30% von Alibaba gehören Softbank, diesen japanischen Risikokapitalgiganten. Ein großer Teil von Tencent gehört Napster, einem südafrikanischen Medienkonzern. Sie haben außerdem viele Wall Street Banken, die da investiert sind. Denn Geld ist eben global und nicht lokal, und das können Sie auch an diesem Feld auch in China sehr schön sehen. Sie haben globale Investitionsstrategien der entscheidenden Akteure, die hinter dieser Ökonomie stehen. Wenn wir, jetzt sind wir sozusagen bei dem Punkt der Investitionsdynamiken und dem der Frage des Kapitals. Wenn Sie verstehen wollen, wie die Situation der Gegenwart ist, dann müssen Sie, glaube ich, zuallererst in die 1990er Jahre zurückgucken. Sie müssen verstehen, was in den 1990er Jahren passiert ist, weil die sozusagen zum einen das Ursprungsmotiv bilden für, ich würde sagen, sozusagen dem Übergang von einem sich digitalisierenden Kapitalismus, in dem der Aufstieg der Informations- und Kommunikationstechnologien direkt rückgekoppelt ist an die Makrotrends der politischen Ökonomie, wie ich Ihnen das beschrieben habe, und einem genuin digitalen Kapitalismus, der ein eigenes Feld ökonomischen Wachstums im kommerziellen Internet entdeckt. Und diese Entdeckung findet in den 1990er Jahren statt, im Kontext von Dotcom-Boom und Dotcom-Bust, die erste massive Welle privatwirtschaftlicher Investitionen in dieses Feld, die Entdeckung des kommerziellen Internets als eigener ökonomischer Raum mit eigenen Geschäftsmodellen, die damals noch nicht so richtig gut klappen, aber dann, nachdem die Blase platzt sozusagen, das Feld der Konkurrenz ein Stück weit bereinigt ist, eben zunehmend auch funktionieren. Das Wichtigste, und ich sage das sehr nachdrücklich, vielleicht wollen Sie später auch noch mal ein bisschen über die Unterschiede zu Shoshana Zuboffs Diagnose sprechen. Ich sage es sehr nachdrücklich. Das kommerzielle Internet basiert auf, im sozusagen ökonomischen Sinne, auf personalisierter Werbung, auf Online-Werbung, nicht wahr? Das zweite funktionierende Geschäftsmodell ist E-Commerce, aber E-Commerce ist kein sehr gut funktionierendes Geschäftsmodell. Es gibt sehr niedrige Margen. Die Bedingung dieser Entwicklung ist schon in den 1990er Jahren der Aufstieg einer spezifischen Sorte ökonomischen Kapitals, das diese Märkte strukturiert, und das ist privates Risikokapital. Vorbörsliches privates Risikokapital. Und schon für die Situation der 1990er Jahre hat zum Beispiel Stefan Kühl, der als einer der ganz wenigen Leute in Deutschland dazu wirklich tolle Vorarbeiten geleistet hat, über Risikokapital gesagt, das ist die Art des Wirtschaftens. Systematisch, könnte man diesem Zitat hinzufügen, verändert. Warum? Weil in dieser Logik sozusagen nicht mehr gilt, machen wir es ein bisschen holzschnittartig, dass zum Beispiel ein Handwerker einen neuen VW-Bus kauft, dann in diesen VW-Bus für diesen VW-Bus ein paar Leute anstellt und nach ein paar Jahren, sozusagen sobald die Geld einspielen, anfängt die Raten zu bezahlen, am Ende gehört ihm der VW-Bus, das Geld hat er von der Bank bekommen. Das ist nicht die Logik, die hier sozusagen greift. Die Logik ist eine, in der Unternehmen selbst im Grunde genommen das Produkt sind, das auf diesen Märkten gehandelt wird. Und der Exit, also sozusagen der Ausstieg der ursprünglichen Investoren in den 1990er Jahren, primär über Börsengänge, aber Sie sehen es jetzt natürlich auch wieder mit dem aktuellen Börsengängen, etwa von Uber und WeWork, das ist sozusagen der Moment und der Ort, an dem in dieser Art von ökonomischem Spiel eigentlich das Geld verdient wird. Dann, wenn Sie sozusagen den richtigen Zeitpunkt für den Ausstieg, also den Exit aus einer bestimmten Investition haben. Die Bedingung, dass Sie überhaupt erfolgreiche Exits machen können, ist, dass Sie in diesem Feld Hype drin haben. Sie müssen viel Versprechen, viel Hoffnung in diesem Feld drin haben. Sie brauchen Akteure aus der Beratungsindustrie beispielsweise, die diese Hypes reproduzieren. Aus den Buchprüfungsgesellschaften, die bekanntermaßen für den Dotcom-Boom extrem wichtig waren. Und wir können uns, wenn wir an die 1990er Jahre uns erinnern, aber auch wenn wir sozusagen ein intuitives Gespür für die Entwicklung der politischen Ökonomie und der Finanzmärkte haben,
natürlich auch schnell erschließen, dass die systematische, der systematische Effekt dieser Geschichte sozusagen krisenhafte Marktentwicklungen sind. Und das ist ganz lustig, weil ich habe sozusagen diesen Punkt zum ersten Mal, so vor 1,5 Jahren ungefähr, auch publiziert. Und jetzt hatten wir sozusagen dieses Jahr die Börsengänge von Lyft, Uber und jetzt auch den dann gescheiterten und abgeblasenen Börsengang von WeWork, also wichtigen sozusagen Leitunternehmen der zweiten Reihe. Und vorgestern, glaube ich, habe ich das Handelsblatt aufgeschlagen. Ich muss das lesen, ne? Weil ich muss ja sozusagen auch wissen, was da sozusagen, wie die Selbstbeschreibung des Feldes ist. Aufgeschlagen. Und da haben sie dann sozusagen jetzt die Fraktion des deutschen Risikokapitals, die darüber sprechen, dass wir möglicherweise am Ende eines Hype-Cycles uns befinden, dass die Familienunternehmen nicht mehr in die Risikokapitalfonds investieren und so weiter und so fort. Die sehen das jetzt auch, nicht wahr? Das waren also die 1990er Jahre und ich habe jetzt schon ein bisschen vorgegriffen, denn was zwischen 2009 und 2019 passiert ist, und ich glaube tatsächlich, wir befinden uns im Moment so ein bisschen an einem Tipping Point, lässt sich, glaube ich, richtig beschreiben als Dotcom-Boom 2.0, als sozusagen Wiederholung der Geschichte der 1990er Jahre, vor dem Hintergrund allerdings anderer Entwicklungen auch oder neuerer Entwicklungen der politischen Ökonomie, die eine Reaktion auf die Krise von 2008 FF waren. Sie haben wegen der spezifischen Geldpolitik, die wir in den letzten 10 Jahren betrieben haben, allein zwischen 2009 und 2017 eine Verdopplung der globalen Geldmenge gehabt. Und dieses Geld muss irgendwo hin. Und wenn Sie auf die Zahlen gucken, dann sehen Sie, ein wichtiger Ort, wo dieses Geld hingegangen ist, sind natürlich, das wissen Sie auch alle, die Immobilienmärkte. Natürlich sind es die Immobilienmärkte. Das ist der Grund, warum wir die Debatte sozusagen über das städtische Wohnen haben, die wir haben. Aber ein anderes wichtiges Feld sind eben auch die Risikokapitalfonds, die diesen zweiten Dotcom-Boom gefüttert haben. Sie sehen das sehr schön an der massiven Expansion vorbörslicher Investitionen, die während dieser Zeit stattfinden, gestützt durch Risikokapitalfonds, auch im weiteren Sinne zunehmend Private Equity Fonds, die in diesem Bereich aktiv sind, Staatsfonds natürlich, die sozusagen als neue Player in diesem Feld, und Gigafonds wie der sozusagen berühmte Vision Fonds von des japanischen Konzerns Softbank. Ich war 100 Milliarden Dollar schwer. Das war ein wirklicher Gamechanger in diesem Feld, insofern sie sozusagen insofern der sozusagen an die üblichen Summen, mit denen so ein klassischer Risikokapitalfonds wie, sagen wir, Segoia Capital oder sowas operiert haben, 1 bis 2 Nullen, je nachdem, wie groß die anderen gerade waren, also ob sie eher die Größen oder die Großen oder eher die Kleinen nehmen, dran gemacht hat. Das Ganze führt zu der Inflationierung der Marktbewertung, wie Sie sie etwa zwischen 2014 und 2017, das sind jetzt einfach die Zahlen, die ich jetzt auch sozusagen genommen habe. Sie können das sozusagen, diese Geschichte ist natürlich noch weitergegangen in den letzten 2 Jahren. Da sehen Sie das zum Beispiel an der Verdreifachung der Zahl der sogenannten Einhörner, also vorbörslichen Unternehmen mit einer Marktbewertung von über 1 Milliarde Dollar. Und Sie sehen gleichzeitig, dass wir sozusagen relativ strukturelle Ähnlichkeiten zu den 1990er Jahren haben. 76% der Unternehmen, die in den USA 2017 einen Börsengang machten, also schon bevor wir angefangen haben, jetzt wie im Jahr 2019, auch nicht nur sozusagen in der kritischen politischen Ökonomie darüber zu sprechen, dass wir hier eine Blase gezüchtet wurde. Schon 2017 waren 76% der Unternehmen, die in den USA einen Börsengang wagten, hatten noch nie Profit erwirtschaftet. Das ist oder war der höchste Wert seit der Spitze des Dotcom-Booms im Jahr 2000. Jetzt ist der Aspekt sozusagen der Blasenbildung und so weiter ein extrem interessanter Aspekt, glaube ich. Wir legen den jetzt noch mal ein bisschen zur Seite und ich komme später darauf zurück. Denn erstmal, glaube ich, sollten wir das sozusagen für ein analytisches Verständnis als gegeben hinnehmen und uns fragen, was das eigentlich bedeutet für das, was wir hier als digitalen Kapitalismus diskutieren. Oder anders formuliert, welche Art von Versprechen, welche Art von Wachstumsversprechen und Versprechen auf Profite hat eigentlich genau zu dieser Art von sozusagen massiven Investitionsdynamik während der letzten 10 Jahre in diesem Feld gesorgt? Und die Antwort,
die Sie zumindest von mir auf diese Frage kriegen, ist: Das Versprechen des digitalen Kapitalismus ist das einer Privatisierung des Marktes. Das Versprechen dessen, was ich als proprietäre Märkte beschreibe. Sie können sich das ganz schön veranschaulichen, glaube ich, wenn wir so ein bisschen über diesen mittlerweile etwas schwierig gewordenen Begriff der Plattformen sprechen. Ich sage schwierig geworden, weil es jetzt auch eine Elternplattform in der Kita meines Sohnes gibt. Die hat sozusagen mit digitalen Plattformen überhaupt nichts zu tun. Dieser Begriff sozusagen ist ja extrem inflationiert in den letzten Jahren, weswegen wir, glaube ich, auch eine präzisere Beschreibung dessen brauchen, was wir eigentlich damit meinen. Und was wir eigentlich damit meinen, ist, glaube ich, bei aller möglichen und auch wichtigen typologischen Differenzierung die Tatsache, dass ein Unternehmen letztlich primär die Marktfunktion übernimmt. Dass das die Funktion dieses Unternehmens ist. Marktgleich zu sein, der Markt zu sein, in dem es Angebot und Nachfrage, je nachdem, auf welches Feld Sie dabei gucken, die Nachfrage nach Taxifahrten und das Angebot von Arbeitskraft zum Beispiel, miteinander verbinden und damit eben Unternehmen und Markt in gewisser Weise zugleich sind. Die Entwicklung, die jetzt diese spezifische Organisationsform eines Unternehmens genommen hat und weiterhin nimmt, die können Sie sich im Prinzip als einen dreistufigen Entwicklungsprozess vorstellen. Sie haben das, worüber ich gerade schon ein bisschen gesprochen habe, die risikokapitalgestützte Expansion eines Unternehmens, wo in der Phase werden Produkte hochgradig subventioniert mit dem Ziel, in einem bestimmten Segment sozusagen Dominanz zu erreichen. Und dann haben sie irgendwann bereichsspezifische Dominanz. Dann ist Google etwa die führende dominante Suchmaschine oder Amazon das einzige wirklich relevante E-Commerce-Unternehmen. Und dann setzt sozusagen diese zweite Stufe an, die Sie im kommerziellen Internet ganz schön so ab 2006, 2007 bei den Leitunternehmen beobachten können, in denen die sich zunehmend zu dem, was man vielleicht soziotechnische Ökosysteme nennen könnte, entwickeln. Hier geht es darum, sozusagen möglichst geschlossene Technologiesysteme rund um die Nutzer zu bauen, indem sie möglichst viele Produkte, die für die sozusagen den Zugang zum Markt, die Schnittstelle zum Konsumenten wichtig sind, versuchen aus einer Hand anzubieten. All diese Unternehmen versuchen irgendwann eine Hardware-Linie zu etablieren mit unterschiedlichem Erfolg. Google versucht das jetzt mittlerweile zum dritten oder vierten Mal, nicht wahr? Also das ist nach wie vor eine wichtige Strategie. Die Betriebssysteme werden in diesem Zusammenhang sehr wichtig, da werde ich später noch ein bisschen drüber sprechen. App Stores, Social Media, Streaming und so weiter, all die Dienstleistungen des kommerziellen Internets sozusagen werden zunehmend über eine oder zwei Plattformen angeboten. Und wenn Sie mir nicht glauben, dann überlegen Sie sich, wie Sie Geld im kommerziellen Internet ausgeben oder wie Sie da Profit erwirtschaften, ob Sie jetzt Geld ausgeben oder nicht, sei mal dahingestellt, nicht wahr? Sie tun das in aller Regel, indem Sie durch eins von zwei möglichen Toren gehen. Sie gehen durch das Google-Tor Android oder Sie gehen durch das Apple-Tor iOS. Und das erzeugt Profite. In der Regel, also die Faustregel ist, bei Profiten, die durch den App Store zum Beispiel laufen, 30% des Umsatzes. Dafür, dass diese Unternehmen die Rolle des Marktes privatisiert haben und übernehmen. Das ist die Phase, in der die Plattform, wenn wir diesen Begriff dann doch nochmal benutzen wollen, die Fähigkeit zur Marktkontrolle gewinnt. Und die Perspektive dieser Entwicklung ist das, was man sozusagen als universellen proprietären Markt beschreiben könnte. Eine Situation, in der sie sozusagen das Gesamtangebot eines spezifischen ökonomischen Feldes, zum Beispiel in dem Fall des kommerziellen Internets, aus einer Hand anbieten und gleichzeitig auf der Seite der Nutzer erfolgreich spezifische Login-Strategien ins Werk setzen. Login-Strategien, die in so etwas wie Addictive Design bestehen können, die in so etwas wie des Schwierigmachens des Transportierens von Daten von einem System in das nächste System bestehen können und die Sie daran sehen können, dass die Leute die Ökosysteme nicht mehr wechseln. Die Leute wechseln nicht mehr hin und her zwischen Android und iOS. Die sind da drin und dann ist es sozusagen, gibt es da auch keine relevante Konkurrenz, wenn es keine empirischen Wechsel gibt. Wie operieren proprietäre Märkte? Die primäre Strategie ist eine des Marktbesitzes, die zur Extraktion, so würde ich das beschreiben, zur Extraktion ökonomischer Renten aus hochskalierbarer Infrastruktur besteht. Die Apple Tags, die berühmten 30%, Android macht das, also Google über Android macht das genauso, die Apple dafür nimmt, dass sie Nachfrage nach einem digitalen Produkt durch den App Store mit dem Angebot
eines digitalen Produktes, zum Beispiel einer Gaming-Anwendung, programmiert von einem philippinischen Programmierer, verbindet. Das ist eine ökonomische Rente, weil die Infrastruktur, die dieses marktgleiche Unternehmen liefert, im Prinzip, da kommen wir zum Titel des Buches, wenn sie einmal errichtet ist, diese Güter zu unknappen Gütern macht. Die sind sozusagen infinitiv skalierbar und reproduzierbar. Und es fällt aber bei jeder Art von ökonomischen Transaktion wieder diese Art von ungefähr 30% Rente ab, die bei diesem Prozess extrahiert wird. Sie wissen das, Konsumenten und wichtig auch Produzentendaten sind in diesem Kontext strategische Waren, um sozusagen den eigenen Markt gestalten zu können. Empirisch, und das ist, glaube ich, extrem wichtig, auch wenn wir politisch darüber nachdenken, findet die Extraktion ökonomischer Renten, wie ich das eben beschrieben habe, eben nicht primär auf der Konsumentenseite statt, wie Sie sich das in der klassischen Monopoltheorie üblicherweise vorstellen. Der einzige Anbieter eines Gutes nutzt diese Stellung, um dieses Produkt künstlich zu verknappen, um dann sozusagen höhere Preise dafür verlangen zu können. Das ist nicht die Logik, die da passiert. Das wissen Sie alle, wenn Sie Ihr Handy in die Hand nehmen und merken, dass Ihr E-Mail-Konto umsonst ist oder dass Ihre Google Maps-Anwendung umsonst ist oder dass viele Downloads bestimmter Apps erstmal umsonst sind. Sie haben es hier letztlich sozusagen mit einer Quersubventionierung von Konsum zu tun, mit dem Ziel letztlich sozusagen diese Art von Profiten auf der Produzentenseite dieses Marktes, nicht auf der Konsumentenseite dieses Marktes, zunächst einmal zu extrahieren. Der digitale Kapitalismus lässt sich deswegen auch beschreiben, würde ich sagen, in analytischer Hinsicht, als eine Allianz von Kapital und Konsument gegen den Faktor Arbeit. Marktbesitz ist in diesem Kontext eine wichtige, also sagen wir eine nachvollziehbare Strategie für, Stichwort Secular Stagnation vom Anfang, eine Welt ohne Wachstum. In einer Welt ohne Wachstum können Sie als Unternehmen nur wachsen, wenn Sie sozusagen von einem im Prinzip gleich groß bleibenden Kuchen es schaffen, sich immer größere Teile anzueignen. Und die Übernahme der Marktfunktion ist offenbar die Strategie der Wahl der letzten 10 Jahre im zentralen Wachstumsfeld des Kapitalismus gewesen. Sie können das sozusagen, wenn Sie es analytisch ein bisschen eng führen wollen, als eine Form von privatisiertem Merkantilismus beschreiben. Was ist mit der Arbeit? Ich rede normalerweise ganz viel über Arbeit, jetzt mache ich es heute ein bisschen knapper. Im Grunde genommen, glaube ich, können Sie das, was in der Arbeit passiert, jenseits sozusagen der irreführenden Hypes rund um das Ende der Arbeit, die Vollautomatisierung der Arbeit und so weiter. Wenn Sie das interessiert, ich werde das immer wieder gefragt, kann ich Ihnen das gerne später ein bisschen auseinandersetzen, warum ich das für ziemlichen Quatsch halte, diese Art von Debatte. Was stattdessen passiert, ist, dass Sie sozusagen sehen, dass auch im Bereich der normalen, großen, riesigen Restökonomie diese Organisationsform von Unternehmen zunehmend zu einem Vorbild wird, dass sozusagen andere Unternehmen nacheifern. Sie haben es dann mit Filiationen, also mit sozusagen der Wiederaufnahme bestimmter Aspekte dieser proprietären Märkte in anderen Unternehmen zu tun, vor allem mit der Übernahme bestimmter Herrschaftsmechanismen, nicht wahr? Die für proprietäre Märkte, wenn Sie das ein bisschen eng führen wollen, letztlich in vielfacher Form ausgeübt werden. Informationskontrolle durch Überwachung, Tracking und das sozusagen Sammeln von Userdaten. Zugangskontrolle, indem Sie sozusagen darüber bestimmen, wer eigentlich genau zu einem bestimmten proprietären Markt, zu welchen Bedingungen überhaupt Zugang kriegt und wer nicht, was Ihnen die Möglichkeit gibt, Preise auf diesen Märkten zu kontrollieren und unter dem Strich auch die Spezifika, die Spezifizierung der Leistungen auf diesen Märkten zu kontrollieren. Fragen Sie mal, um ein bisschen älteres Beispiel zu nehmen, fragen Sie mal den Buchhandel, was sich verändert hat, oder die Verlage, was sich verändert hat, seit Amazon dieses Feld aufgerollt hat, was sozusagen die Kontrolle von Leistungen dieser Branche angeht, nicht wahr? Diese Dynamiken übersetzen sich über das, was man algorithmisches Management nennen könnte, zunehmend auf den Faktor Arbeit. Das Tracking von Beschäftigten ist sozusagen das Vexierbild der Informationskontrolle, die uns als Konsumenten permanent begleitet. Zugangskontrollen
Wie operationalisieren Sie die auf proprietären Märkten? Na, klassischerweise durch Konsumentenratings. Sie schließen irgendeine Art von Dienstleistung ab, kaufen irgendein Produkt auf einer E-Commerce-Seite und danach bewerten Sie den Verkäufer oder die Verkäuferin dieses Produkts, und der Wert, der Querschnitt dieser Art von Bewertung, der sorgt dafür, wie lange diese Unternehmen ob diese Unternehmen auf diesem Privatmarkt weiterhin vertreten sein dürfen oder nicht. Eine ähnliche Dynamik finden wir zunehmend im Bereich der Arbeit. Ich habe Ihnen ein kleines Beispiel mitgebracht aus meiner eigenen Forschung, in dem dann sozusagen einerseits Bewertungspraktiken expandieren, die dann aber andererseits sozusagen eng geführt werden in spezifische Scores. Ich war so wie Sie, die vielen User-Bewertungen eines eBay-Verkäufers oder einer eBay-Verkäuferin eng führen auf einen bestimmten Score. Ein interessantes Beispiel findet hier sozusagen seit einigen Jahren direkt um die Ecke, befindet sich da im Aufbau bei einem der wichtigen, würde ich sagen, Internetunternehmen Deutschlands, nämlich Zalando. Zalando investiert jetzt seit ungefähr 3 Jahren in den Aufbau eines Systems, das heißt sozusagen sehr vieldeutig zonah, sowieso nah. Und da geht es im Kern darum, dass Beschäftigte sich gegenseitig, Mitarbeiter der gleichen horizontalen Ebene, sich permanent gegenseitig bewerten, sozusagen hochfrequent, aber auch große, lange spezifische Bewertungen. Und aus diesen Bewertungen wird ein Querschnitt gebildet, der dann dazu führt, dass sie die Belegschaft in 3 Gruppen einteilen, denen sie dann spezifische Privilegien geben. Unsere Daten, die sozusagen, wir hatten da so ein bisschen Problem, dass wir Schwierigkeit hatten, Management-Interviews zu kriegen, nachdem wir sozusagen mit Beschäftigten schon gesprochen hatten. Deswegen ist das nicht sozusagen so abgesichert, wie ich das gerne hätte, aber es sieht sehr stark danach aus, als wäre die Sortierung, die machen, dass sie die Gruppe der High-Performer auf ungefähr 2-5% der Beschäftigten beschränken. Das können die, weil die Algorithmen kontrollieren, die sozusagen diese Bewertungen erstellen und die Daten für diese Bewertungen sortieren. Und das sind auch die einzigen Beschäftigten, die sozusagen progressive Löhne und Aufstiegsmöglichkeiten geltend machen können. In der großen Mitte, der Low-Performer, kriegen sie Inflationsausgleich, das ist im Grunde genommen Lohnstagnation. Und wenn sie in die Gruppe der Low-Performer fallen, dann haben sie ein Problem, wenn ihr Vertrag noch nicht entfristet ist. Letztlich sind das alles Strategien, in der sie sozusagen Informationsasymmetrien, wie sie die als sozusagen Bread-and-Butter-Geschäft der proprietären Märkte, glaube ich, kennen, nutzen zur Kontrolle von Arbeit. Was hat das alles mit meinem Versprechen zu tun, dass ich heute etwas über Ungleichheit im digitalen Kapitalismus sagen würde? Lassen Sie uns die Kategorien noch mal ein bisschen durchgehen. Was ich Ihnen nicht anbieten werde, ist sowas, was ich in meinem ersten Buch gemacht habe zum Beispiel, Ihnen eine neue Klassenfraktion als Ergebnis einer empirischen Studie zu präsentieren. Ich habe so meine Probleme, das aus diesem Feld zu tun, aus verschiedenen Gründen, aber ich kann Ihnen etwas über sozusagen die Frage sagen, inwiefern das, was ich Ihnen beschrieben habe, in den unterschiedlichen Dimensionen Triebfedern der Entwicklung sozialer Ungleichheit sind. Fangen wir mit dem an, was ich Ihnen über die Geschichte des digitalen Kapitalismus erzählt habe. Die Kommodifizierung öffentlicher Güter und die Veränderung von Zugangsrechten zu diesen Gütern. Nicht wahr? Sie haben eine lange Geschichte der Privatisierung öffentlicher Investitionen. Das ist sozusagen die Mariana Mazzucato-Geschichte, die ich Ihnen am Anfang erzählt habe. Und die Situation, Ihr wichtigster Kritikpunkt oder stärkster, meist rezipierter Kritikpunkt an dieser Geschichte, das ausgerechnet durch Unternehmen, die sozusagen die chronischsten Steuervermeider der Gegenwart sind. Ich war Apple, Amazon, sehr sozusagen notorisch dafür. Amazon hat im letzten Jahr Geld vom amerikanischen Fiskus zurückbekommen. Die haben nicht nur keine Steuern gezahlt, die haben noch nur... Die kapitalisieren also letztlich sozusagen auf der Basis von öffentlichen Investitionen, auf die sie dann wiederum nicht zurückzahlen, was sie so ein bisschen als sozusagen Logik der Plünderung der öffentlichen Kassen beschreiben können, die dann natürlich nicht mehr für sozusagen Distributionsfragen zur Verfügung stehen. In der Kategorie des Kapitals haben sie es mit den spektakulären Spekulationen zu tun, die wir schon aus den 1990er Jahren kennen. Und bei denen die Kaskadierung ökonomischer Risiken durch bestimmte Investitionskonstruktionen, wie Sie das auch aus der Finanzkrise, aus der Vorgeschichte der Finanzkrise von 2008 kennen, im Prinzip so strukturiert ist, dass am Ende immer irgendjemand der Dumme sein muss
Es sei denn, Sie haben Glück und das Geschäftsmodell geht wirklich auf, was ja sozusagen erstaunlicherweise relativ selten der Fall ist, jedenfalls so, wie ich das betrachte. Und Sie haben natürlich aus dieser Logik auch wieder die Frage, was passiert eigentlich genau mit den Beschäftigten in Startups, in Berlin und so weiter, wenn auf einmal diese Art von Kapital, mit dieser Art von Investitionsdynamik durch das Platzen einer Spekulationsblase erlahmt, nicht wahr? Das, was sozusagen die Handelsblattartikel, die ich vorhin zitiert habe, jetzt im Prinzip sozusagen auch langsam kommen sehen. Was die Systematik der Erzeugung von Ungleichheit oder des Zusammenhangs von der Entwicklung sozialer Ungleichheit und dieser Figur proprietärer Märkte angeht, sind sie mit dem, was ich Ihnen als Rentenextraktionsmechanismus beschrieben habe, sozusagen, glaube ich, ist unser Blick, glaube ich, richtig justiert. Sie haben ein Geschäftsmodell, das aus der Besteuerung von Marktzugängen besteht. Das ist sozusagen das große Versprechen des digitalen Kapitalismus, das so viel Wind erzeugt hat in den letzten 10 Jahren und auch schon davor. Diese Extraktion der Renten findet, wie ich es Ihnen beschrieben habe, vor allem auf der Seite der Produzenten, also tendenziell beim Faktor Arbeit statt und eben noch nicht bei den Konsumenten. Und Sie haben es dann schlicht und einfach mit Logiken zu tun, dass wenn ein seinen Investoren verpflichtetes Unternehmen 30% der Umsätze aus einem bestimmten Markt extrahiert, dann stehen die nicht mehr zur Verfügung zur Redistribution in Löhnen. Nicht wahr? Das ist die ganze Logik sozusagen, die in diesem Modell drinsteckt, deswegen nochmal Kapital plus Konsument gegen Faktor Arbeit. Das ist die Formel dieses Feldes. Und Sie haben im Bereich der Arbeit das, was ich Ihnen gerade eben beschrieben habe, nämlich den Vormarsch digitaler Kontrollformate über das algorithmische Management als neues Kontrollparadigma, als neues Paradigma betrieblicher Herrschaft, das ein Mittel der sozialen Exklusion ist, Stichwort Zugangskontrolle, ein Mittel der Lohnrepression, Stichwort Preiskontrolle und ein Mittel der Intensivierung von Arbeit, Stichwort Leistungskontrolle. Der gemeinsame Nenner all dieser Dynamiken ist, dass sie Quellen, Triebfedern sozialer Ungleichheit im Herzen der digitalen Ökonomie sind. So, das war jetzt sozusagen ein bisschen die Geschichte hin oder die Diagnose, die ich Ihnen mitgebracht habe. Sie würden mich das aber ja sowieso gleich fragen, nehme ich an, weshalb ich Ihnen das sozusagen jetzt auch nochmal zum Schluss hin anbieten möchte. Was ergeben sich daraus eigentlich, wenn Sie sozusagen diese Geschichte kaufen? Was ergeben sich daraus eigentlich für Optionen politischen Handelns, strategischer Organisation und dergleichen? Und ich glaube, dass es im Grunde genommen zwei sind, die sich daraus ergeben, oder zwei Programme, die sich auch stark unterscheiden. Die erste Option ist die, dass wenn Sie sagen, die Logik dieses Feldes ist die Privatisierung des Marktes, dann müssen Sie darauf setzen, die Neutralität des Marktes wiederherzustellen. Nicht wahr? Das ist die Debatte, die Sie etwa über Fragen einer Novellierung des Kartellrechts überall in den hochentwickelten Ökonomien haben, in den USA genauso wie in Deutschland. Wettbewerbsrecht 4.0, nicht wahr? Der Vorschlag zur Novelle des Kartellrechts aus dem Wirtschaftsministerium etwa in Deutschland. Und ich finde, dass das sozusagen, jetzt verzeihen Sie mir das, wenn ich aus meinem Feld sozusagen spreche, das ist intellektuell gar nicht uninteressant, weil das sozusagen natürlich im Prinzip unwahrscheinliche politische Allianzen denkbar macht. Sie können sich da praktisch sozusagen sehr gut forschen, dass Sie mit einem verhältnismäßig marktorientierten liberalen Programm ganz gut übereinkommen könnten mit jemandem, der so ein bisschen sozusagen keynesianisch Investitionen in bestimmte Infrastrukturen fördert, auf die Sie dann wieder sozusagen echte Märkte aufsetzen würden. Aber es wäre doch, glaube ich, ein bisschen ein seltsames Programm für sozusagen eine Orientierung der politischen Linken in diesem Feld, wenn wir auf einmal sagen würden, wir sind diejenigen, die für mehr Markt da sind, nicht wahr? Deswegen sollten wir ernsthaft sozusagen versuchen zu verstehen, was eigentlich eine zweite Option sein sollte und sein könnte. Und ich glaube, dass das, was sich aus meiner Analyse ergibt, im Grunde genommen ist, dass die zweite Option ist, dass sie erkennen, wie genau eigentlich, was die eigentliche Innovation des digitalen Kapitalismus ist, nämlich die Steuerung und Transformation und Gestaltung von Märkten durch die Anwendung spezifischer Technologien in spezifischen Organisationsformaten. Und dann können sie natürlich im Prinzip diese Art von Format versuchen zu replizieren, um die
um sozusagen diese Art von Marktmacht in den Dienst der Ziele zu stellen, die wir uns als Gesellschaft ja längst gesetzt haben, nicht wahr? Sie können dann sozusagen sich Formen der Demokratisierung proprietärer Märkte vorstellen, die die Machtkonzentration dieses Modells nutzen für die demokratische Selbstverwaltung und die sozial-ökologische Steuerung unserer und anderer Gesellschaften. Und ich glaube, dass es ganz gute Argumente auch tatsächlich sozusagen eben vor dem Hintergrund bestimmter Selbstverpflichtungen, die wir ja eingegangen sind, Dekarbonisierung und so weiter, gibt, über die man sozusagen da interessant argumentieren kann. Das eine ist natürlich der ökologische Gestaltungszwang, nicht wahr, der uns jeden Freitag sozusagen wieder vor Augen geführt wird. Ein weiteres gutes Argument ist, glaube ich, dass insbesondere die Leitunternehmen des digitalen Kapitalismus, aber auch die um sie kreisenden Startup-Planeten sich zunehmend selbst in Richtung des öffentlichen Sektors orientieren, auf Gesundheit, auf urbane Dienstleistung. Ich weiß, Sie brauchen nur da draußen auf die Straße gucken und sehen, dass jetzt der 12. oder 13. E-Scooter-Anbieter auf der Basis sozusagen unknappen Risikokapitals hier seine Ware in die Stadt schmeißt, die dann später in der Spree landet oder einfach liegen gelassen wird. Das alles sind im Prinzip sozusagen Bereiche, in denen Sie schon eine Tradition, eine Idee sozusagen fundamental ökonomischer, öffentlicher Güter haben, die ein starkes Argument sein kann, diese Art von Macht auch gestaltend zu benutzen. Und Sie haben natürlich den Punkt, dass Sie im Prinzip, wenn Sie sozusagen die Selbstverpflichtung der nicht wirklich existierenden autonomen europäischen Variante des digitalen Kapitalismus als einen Kapitalismus des Datenschutzes ernst nehmen, dass Sie dann sozusagen dem auch in irgendeiner Art und Weise an den zentralen Schnittstellen ökonomischer und politischer Macht irgendwie Taten folgen lassen müssen. Danke. Ja, vielen Dank. Wir sitzen jetzt hier. Ich gehe gleich mit dem Mikrofon rum und frage, gibt es Fragen, Einwände und Kritiken? Ich fange gleich mal mit einer an, bevor wir zu lange darauf warten, dass sich der Erste melde oder die Erste. Wenn ich mir deine Optionen angucke, dann frage ich mich, wer hat denn eigentlich die Macht dazu, Google die Herrschaft über den proprietären Markt wieder zu entreißen, als ein transnational agierendes Unternehmen, dem nur einzelne Nationalstaaten gegenüberstehen? Naja, also es ist erstmal, glaube ich, die Frage, ob man sozusagen, wenn man zumindest dem folgt, was ich gesagt habe, dann eigentlich an der richtigen Stelle ansetzt. Also im Prinzip können Sie sich sozusagen die Zerschlagung dieser Unternehmen prima vorstellen. Das ist erstmal sozusagen im Prinzip eine Möglichkeit. Sie können aber auch so ein bisschen sozusagen, und ich glaube, das ist eigentlich das, was meine Analyse in gewisser Weise nahelegt, den Panikmodus verlassen und sozusagen sich für, wenn Sie Google als Problem beschreiben, wie du das gerade gemacht hast, Horst, sozusagen sich Governance-Strukturen überlegen und dann überlegen, ist es eigentlich sozusagen, nachdem Sie bestimmte Governance-Strukturen zum Beispiel für sozusagen die Art und Weise, welche Informationen da präsent sein dürfen und so weiter und nicht und so weiter und so fort, überlegt haben, sich fragen, ist es im ökonomischen Sinne eigentlich eine Art von Markt, der wirklich wichtig ist? Und ich glaube, die Antwort ist nein. Im Grunde genommen ist Google ein Werbeunternehmen. Nicht wahr? Und wir verlieren sozusagen für die Gestaltung unserer Ökonomie erstmal keine riesigen Posten. Weder wenn wir dieses Unternehmen zerschlagen und damit sozusagen ein bisschen Online-Werbung, ein bisschen personalisierte Produktvorschläge verlieren, noch wenn wir es im Grunde genommen containen, also sozusagen ein bisschen sozusagen in Schranken halten, indem wir die nächsten Akquisitionen eben versuchen zu blockieren. Da bin ich sozusagen, da glaube ich, sind verhältnismäßig gute Instrumente eigentlich am Markt und ich bin eigentlich auch verhältnismäßig überzeugt davon oder relativ guter Dinge, dass die eher auch sozusagen angewandt werden können. Wenn wir über die Gestaltung, nach der du ja dann sozusagen eigentlich fragst, nur an dem Beispiel, bei dem ich jetzt sagen würde, naja, da kommen wir vielleicht auch sozusagen so ein bisschen einfacher zurecht, wenn wir es denn ernst meinen. Was diese Frage angeht,
Wo fangen wir an, mit proprietären Märkten zu gestalten? Ich glaube, die Antwort ist ganz einfach. Wir fangen an bei den öffentlichen Gütern, die unter Attacke stehen. Und da gibt es interessante, wirklich interessante Beispiele im Moment im Bereich sozusagen von proprietären Märkten im Besitz staatlicher Unternehmen, nicht wahr? Sie müssen sich jetzt bald sozusagen auf Ihr Handy, wenn Sie es noch nicht getan haben, die BVG-App Yelby runterladen. Yelby ist sozusagen ein klassisches Beispiel dafür. Sie haben jetzt im Moment im Bereich der urbanen Mobilität ein Wettrennen, das sozusagen ist so, auch wenn das irgendwie auch bei Yelby sozusagen bei den Verantwortlichen so nicht ausgesprochen wird, zwischen Google Maps, dass die Meta-Plattform werden will für den urbanen Transport, indem es sozusagen ihnen den ÖPNV, in Berlin die BVG, dann die eigenen E-Scooter, nicht wahr? Nur Lime, das ist ein Unternehmen, das Google 400 Millionen Dollar investiert hat. Da haben wir das klassische sozusagen Diskriminierungsproblem, wo die mehrere Milliarden bei Google Shopping für zahlen mussten. Und dann sozusagen als weitere Marktteilnehmer Unternehmen zulässt, die da Werbung schalten. Werbung ist im Kern eine Marktzutrittsgebühr in dieser Art von Modellen, nicht wahr? Und Free Now, also Daimler und so weiter, ist da drin, weil die da Werbung zahlen. Uber ist drin, weil die über Werbung Zugang zu dieser Art von Markt kriegen. Und die Perspektive, die das hat, ist, dass Google Maps sozusagen die Meta-Plattform wird, aus der sie alle Transport- und Mobilitätsdienstleistungen in einer metropolitanen Region wie in Berlin sozusagen konsumieren. Und das Gegenmodell ist sowas wie Yelby. Und das Pfund, mit dem sowas wie Yelby wuchern kann, ist der öffentliche Personennahverkehr. Und es ist ein Pfund in mehrerer Hinsicht. Erstmal ist es ein Pfund, weil Sie alle und nicht nur Sie, nicht nur Leute, die in die Rosa-Luxemburg-Stiftung kommen, sondern die meisten Menschen da draußen sagen würden, der ÖPNV ist uns was wert. Der ist wichtig. Und nein, den sollten wir nicht sozusagen irgendeinem privatwirtschaftlichen Unternehmen, die Steuerung darüber sollten wir nicht irgendeinem privatwirtschaftlichen Unternehmen überlassen. Und dann gibt es sozusagen ein ganz praktisches, pragmatisches Punkt ist die Tatsache, dass wenn die BVG aufhört, Daten an Google Maps zu liefern, dann kann Google Maps auch nicht mehr den ÖPNV vermitteln. Dann wird das eine App für sozusagen ein Rollerunternehmen und ein paar Taxiunternehmen, die da Werbung schalten. Während Sie gleichzeitig all die anderen Unternehmen, die in dieser Stadt versuchen, sozusagen gegen diese Schwergewichte wie Lime und so weiter anzutreten, ein Stück weit sozusagen im Dienste der Öffentlichkeit regieren können, indem Sie die Regeln dieses proprietären Marktes im Dienste sozusagen der Bürger dieser Stadt setzen. Das ist ein Beispiel dafür, wie zumindest vorstellbar ist, wie wir so eine Art von demokratisierten Plattformen im Dienste sozusagen der Bürger implementieren können. Danke, jetzt habe ich verstanden, dass die BVG der revolutionäre Hebel sein kann. Ja, es ist wirklich so. Jetzt hatte sich dort Ulf Kadritzky gemeldet. Ah, du hast ein Mikrofon, okay. Nur als erste Frage auf der Ebene Ihrer Analyse. Sie haben nur eine Andeutung gemacht, dass Ihre Analyse sich unterscheidet von dem Überwachungskapitalismus von Susanna Zuboff. Können Sie das kurz erläutern, weil man dann vielleicht auch hinkriegt, zu diskutieren, welche Strategien und Schlussfolgerungen aus beiden Analysen zu ziehen sind. Das wäre so meine erste Frage. Willst du gleich antworten, sonst war da noch eine Frage? Wie du willst. Dann bitte. Dorothea Ritter, mein Name vom Zentrum Gute Digitale Arbeit und Mitbestimmung. Ich habe auch auf der analytischen Ebene zwei Nachfragen. Und zwar stolpere ich sehr über Ihre Definition Allianz, also digitaler Kapitalismus, Allianz von Kapital und Konsument gegen die Arbeit. Weil ich sagen muss, also eine klassische, was haben wir aus Marx' Analyse gelernt? Was ist das variable Kapital? Das ist der Faktor Arbeit. Deswegen würde ich nachfragen, wer ist der Konsument hier drin? Wenn Sie davon ausgehen, das, was Sie ja als Ausgangslage nehmen, eine klare Durchdringung oder Aufhebung der klaren Trennung von Zirkulations- und Produktionssphäre. Im Finanzkapitalismus verstehe ich es, weil der Konsument und Kapital hier eins in eins geht. Deswegen Nachfrage, was meinen Sie damit? Meinen Sie damit nicht eher so etwas wie die Beschreibung des Privacy Paradoxes übertragen auf diesen Bereich, dass mir als derjenige, der sozusagen ohnehin schon ein schlechtes Gehalt hat, gleichzeitig aber suggeriert wird, wenn ich hier überall kostenlos und hier noch ein Schnäppchen, dann komme ich ja doch gut bei weg. Das ist aber auch eine uralte Geschichte. Da müssen wir uns sozusagen über qualitative Verschiebungen unterhalten. Das ist eher das Erste. Da würde ich gerne noch mal Näheres erklärt bekommen. Die zweite Nachfrage zu Ihrer Analyse betrifft den Begriff der proprietären Märkte. Darüber stolpere ich auch.
Sie haben ja gesagt, sozusagen Abgrenzung weg vom Monopol. Wir haben es nicht mit dem klassischen Monopol- und Wettbewerbsrecht zu tun. Und da würde ich auch erstmal sagen, naja, was zeichnet den Markt aus? Der Markt ist schon immer, Hegel würde sagen, die bürgerliche Sphäre. Wir sind im Privatbereich. Also Sie beschreiben im Grunde genommen, dass eine neue, verstehe ich es richtig, dass Sie sagen, was sich ändert, ist auch hier die Durchdringung von Zirkulation und Produktion. Und wir haben auf einer anderen Ebene schon eine Beschränkung des Zugangs, der aber so aussieht, eben das, was Sie beschrieben, eben über die zwei Einfallstore, also infrastrukturelle Ebene des Internets und so weiter und so fort. Und ich habe sozusagen vorgestaltet einen quasi staatlichen Akteur eines Marktes, der sozusagen im Eintrittsbereich privat ist und darauf auch. Also das würde ich gerne nochmal verstehen, weil es mir sozusagen aus der Geschichte heraus von Begrifflichkeiten sich nicht erschließt. Danke. Ja, das war so eine lange Frage. Jetzt muss ich kurz gucken, was war die erste? Ah ja, Unterschied zu Zuboff. Ja, also wenn ich es, wo, hier, da, genau. Wenn ich so ein bisschen zuspitzen darf, dann würde ich sagen, sozusagen Shoshana Zuboffs Buch ist ein sehr langes Buch über Online-Werbung. Das ist im Prinzip der Punkt. Und ein Buch über Online-Werbung, das nicht erkennt, was ich eben so ein bisschen empirisch versucht habe, sozusagen anekdotisch darzulegen, dass Online-Werbung im Kern sozusagen eine Zutrittsgebühr zur Aufmerksamkeit von Konsumenten oder dem, was ich dann in dem Zusammenhang als Markt beschreiben würde, ist. Das ist der große Unterschied. Ich habe noch ein paar weitere Probleme damit, wobei ich jetzt nicht finde, dass es ein schlechtes Buch ist. Irgendwie ist es ein tolles Buch. Gleichwohl sozusagen ist es ein Buch, das letztlich, glaube ich, die Selbstbeschreibung der Leitunternehmen des kommerziellen Internets nimmt, sie um 180 Grad dreht, aber im Grunde genommen diese Selbstbeschreibung für wahrnimmt, nicht wahr? Es gibt diese sozusagen diese Geschichte, diese Unternehmen über sich selbst erzählen, nämlich dass sie so extrem gut darin sind, sozusagen Konsum zu erzeugen, indem sie sozusagen personalisiertes Targeting betreiben. Ich glaube, da muss man empirisch eine Menge Fragezeichen dran machen. Also Sie haben erst jetzt kürzlich den Fall gehabt, dass Facebook, ich glaube 60 Millionen, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, wie der Betrag ist, verhältnismäßig kleiner Betrag, aber sozusagen um einen Case zu settlen, wo es darum ging, dass die ihren Reach, ihre Fähigkeit sozusagen Konsumenten zu erreichen, stark übertrieben haben. Dass sie sozusagen ihre Kunden, die Werbetreibenden betrogen haben, weil die nicht so gut darin sind, diese Art von sozusagen Tracking zu betreiben, wie zum Beispiel diese Art von Analysen darlegen. Und dann ist es eben so, dass wenn man sagt, das ist sozusagen das Modell, nach dem sich die ganze Ökonomie reorganisiert, aber wir reden am Ende nur von einem Markt, der sich auf Online-Werbung beschränkt, jedenfalls da, wo es funktioniert, dann tue ich mir einfach schwer, das sozusagen als Narrativ wirklich zu kaufen. Und ich glaube schon, dass sozusagen die Beschreibung ein Stück weit, also sozusagen was greifen, und es gibt ein paar wirklich interessante Aspekte in dem Buch, die sozusagen in dieser riesigen Keule, die das Buch schwingt, irgendwie untergehen. Und das ist zum Beispiel, dass man eigentlich, da hat sie, glaube ich, einen ganz starken Punkt, den sie selbst gar nicht so stark ausflaggt, wie sie könnte, dass wir es sozusagen im kommerziellen Internet mit sowas wie einem behavioristischen Experiment zu tun haben. Das ist wirklich interessant. Aber das heißt noch nicht, dass dieses Experiment gelingt. Nicht wahr? Aber das ist die Suggestion. Und die ganze Ökonomie wird auch dieses Experiment. Das ist, glaube ich, einfach empirisch falsch. So, also Kapital, ich wahrscheinlich führe ich jetzt Ihre Frage so ein bisschen sozusagen unethisch eng, aber wenn Sie mich fragen, Kapital plus Konsument von Arbeit, ist das eigentlich neu? Nein, natürlich nicht. Nein, so können wir verschiedene Situationen beschreiben. Ich glaube, es ist nicht so die Frage, wissen Sie, ich habe lange Jahre an einem Institut primär mit Historikern gearbeitet. Und deswegen ist mir diese Frage, die kommt irgendwie immer und ist meinetwegen auch berechtigt, aber interessanter ist doch die Frage, dass ob das jetzt neu ist oder nicht, was ergibt sich daraus für die Perspektive auf das Feld, wenn wir es zumindest als empirische Beschreibung kaufen. Und ich glaube, als empirische Beschreibung ist es richtig. Natürlich ist sozusagen ein Unternehmen wie Uber eine Maschine, der sozusagen Übersetzung von unknappen Kapitalressourcen in subventionierten Konsum und am Ende des Tages, wenn irgendwann mal irgendjemand eine Rechnung sehen will, dann ist das einzige, der einzige strategische Hebel, den die haben, ist die Preise zu erhöhen. Dann fahren die Leute wieder Bus oder Fahrrad oder die Löhne weiter zu drücken.
Und klar, das ist Kapitalismus. Also sozusagen die einfache Antwort ist, es gibt einen Grund dafür, warum sozusagen das Substantiv stabil ist und das Adjektiv variabel, nicht wahr? Primär ist das natürlich sozusagen Kapitalismus. Und dann kriege ich jetzt ehrlich gesagt die Frage mit den proprietären Märkten nicht mehr richtig zusammen. Also ich würde sozusagen, wenn ich jetzt so ein paar Begriffe von Ihnen aufnehme, würde ich sagen, ja, mein Punkt ist schon in so einer sozusagen in der Theorielinie marxistisch, in der Sie sozusagen Ihre Frage stellen, mein Punkt ist schon, der digitale Kapitalismus, ein Kapitalismus, in dem die Zirkulationssphäre das Primat über die Produktionssphäre hat. Ja, das würde ich schon sagen. Das ist so. Und ich weiß nicht, ob ich Sie da auch richtig verstanden habe, dass Sie mich da auch gefragt haben, aber ist das nicht was, was wir schon auch schon mal... Und nein, okay, gut. Dann lasse ich vielleicht erst mal dabei. Doch, Markus... Ist das Mikrofon noch irgendwo da? Müsste funktionieren. Ja. Also. Euskirchen, mein Name. Ich arbeite hier in der Stiftung zu Open-Source-Fragen und von daher auch aus der Richtung die Frage, wenn die Strategienfolie an der Wand ist, fände ich angebracht, auch wenn es nicht im engeren Thema sozusagen angelegt ist, diese strategische Option Exodus aufzuzeigen. Es gibt das nicht kommerzielle, das nicht kapitalistische Internet. Und gerade auch, wenn wir hier Bildung machen als öffentliche Organisation oder wenn wir an die Schulen denken, die in der Hoheit, hier in der Stadt zumindest, von der rot-rot-grünen Koalition liegen, ist es meiner Meinung nach eine ganz wichtige Orientierung, weil es etwas anderes gibt als die Entscheidung zwischen iOS und Android, zum Beispiel für die Rechner unserer Schulkinder. Es gibt freie Betriebssysteme und es gibt die Möglichkeit, sich sozusagen quer zu den von dir oder Ihnen beschriebenen Logiken und Zwängen und Gefangenschaften zu bewegen. Und das ist für mich eine ganz wichtige linke Orientierung, das zu bewerben und das überall dort, wo wir die Hebel dazu haben, auch zu erzwingen. Unbedingt, ja. Also du oder Sie haben da natürlich alle meine Sympathien, klar. Es ist gleichwohl so, oder sagen wir mal so, man muss dann vielleicht, wenn man strategisch nachdenkt, so ein bisschen größer wieder, oder dann hilft es sozusagen so ein bisschen größer wieder in politökonomischen Kategorien darüber oder Dynamiken darüber nachzudenken. Und ich glaube, dann sehen wir zweierlei. Das eine ist, dass sozusagen Sie die Wahrscheinlichkeit, dass Sie auf diese Art von Logik wirklich sozusagen eine Alternative an den Markt gebracht kriegen, unter den gegebenen Bedingungen, unknappes Kapital, Quersubventionierung von sozusagen Konsumtion als zentrales Wachstumsmodell, radikale Akquisitionsstrategien und sozusagen Marktkonflikte, dass man dann pessimistisch sein kann, was die Möglichkeiten angeht, davon sozusagen jenseits der Besetzung bestimmter Nischen, die wir dann öffentlich sozusagen kontrollieren, wirklich weit zu kommen. Und es liegt, glaube ich, auch, und das muss man auch verstehen, sozusagen ein Stück weit daran, dass diese, und jetzt komme ich wieder auf diese Gleichung zurück, Kapital plus Konsument versus Arbeit, dass zumindest sozusagen das Angebot, das die digitalen Leit oder die digitale Ökonomie den Konsumenten gemacht hat, hat sie ihn ja in einer bestimmten Situation gemacht. Sie tut das vor dem Hintergrund von sozusagen einer Wachstumsschwäche, die sich in Lohn, sozusagen auch säkularer Lohnstagnation im Prinzip unter dem Strich niederschlägt, weswegen das auch nicht so einfach ist, sich eine politische Option vorzustellen, die sozusagen dieses Ressentiment gegen diese Unternehmen stark und schnell mobilisiert, weil natürlich sozusagen das die Dinge sind, die Leute lieben das, weil es funktioniert, also zum Teil lieben sie es, ne? Weil es funktioniert und es ist umsonst in der Zeit, in der möglicherweise sozusagen andere Konsummöglichkeiten eher weniger werden, nicht wahr? Deswegen ist es sozusagen, glaube ich, wichtig, auch sozusagen die Blockade, die in dieser Gleichung steckt, zunächst mal zu erkennen. Und deswegen
bin ich, das sozusagen geht ein bisschen in die Richtung deiner ersten Frage oder meiner Antwort darauf, bin ich nicht so überzeugt davon, zu sagen, es geht jetzt im Prinzip im Kern um darum, die Unternehmen hochzuziehen, die bestehenden Leitunternehmen nachahmen und sozusagen diese Märkte dann halt von irgendwelchen europäischen Monopolen, wie auch immer, reguliert besetzen. Das sollten wir mit denen ausmachen. So. Es geht eher um die neuen Felder und das ist natürlich die Bildung ein wichtiges. Und da haben wir, glaube ich, tatsächlich auch im Moment, da tut sich eher ein Fenster auf, als dass ein Fenster zugeht. Deswegen, weil wir doch sozusagen rund, und das ist sozusagen, das ist jetzt das Interessante, das ist sozusagen, wenn über KI und so haben wir noch gar nicht gesprochen, ne? Aber ich als Soziologe zum Beispiel oder Politökonom würde sagen, dass die Realität der künstlichen Intelligenz ist die Tatsache, dass wir durch diesen Hype, dessen technologische Realität eine ganz andere Frage ist, ganz andere Frage, dass wir über die Realität dieses Hypes das geschafft haben, sozusagen irgendwie mit diesem neoliberalen Mantra, dass es keine sozusagen marktstrukturierende unternehmerische Tätigkeit des Staates geben dürfe, zu brechen. Ich glaube, das passiert gerade. Ja, sozusagen vor unserer Nase. Also, was jetzt Gaia-X so genau ist, ist noch mal eine andere Frage, ne? Wenn sich das interessiert. Ist ja noch nicht so ganz klar, nicht wahr? Ob das nicht nur Standardsetzung und so ein bisschen Subventionierung von Deutsche Telekom und sowas am Ende des Tages ist. Aber sozusagen, wir sind jetzt eher wieder in einer Situation, wo wir in diesem Feld tatsächlich irgendwie erkannt haben, dass wir auch steuern wollen. Und das würde ich sagen, ist erstmal eine Chance. Die Frage ist sozusagen, ob wir das auf die richtigen Felder lenken. Deswegen mein Plädoyer sozusagen auch für das Erkennen dieser Art von Gestaltungspotenziale im Kontext einer sozial-ökologischen Transformation. Mikro kommt. Thomas Lohmeier. Arbeite im Kalibnest-Haus bei der Partei Die Linke. Ich habe auch eine Frage, und zwar, die zieht letztlich auf die Frage der, wenn man so will, Regulierung, Zerschlagung, wie auch immer, Aneignung von den großen Plattformunternehmen. Wobei ich zumindest ein großes Fragezeichen hinter der These machen würde, dass das reine Online-Werbeunternehmen sind. Und es ist zwar so, dass es mir klar ist, dass Google und Facebook vor allen Dingen darüber ihre Umsätze und Gewinne generieren. Aber wenn man sich anschaut, warum man sie benutzt, dann bieten sie natürlich super viele Tools, die super praktisch sind und die einem das Leben unfassbar einfach machen. Und mein Vergleich geht eher in eine Richtung von, wenn man so ins 19. Jahrhundert guckt oder 20. Jahrhundert, an Telekommunikationsunternehmen, an Eisenbahnunternehmen. Das heißt, sie haben im Prinzip eine bestimmte Form von öffentlicher Infrastruktur stellen sie zur Verfügung. Und man hat damals ja auch bei diesen Unternehmen ein bisschen darauf, letztlich hat man sie zum Teil vergesellschaftet, verstaatlicht, aus bestimmten Gründen, weil man gesagt hat, die bieten eine wichtige öffentliche Daseinsversorgung, die muss stattfinden. Das wird über den Markt nicht richtig in der vernünftigen Art und Weise gemacht. Deswegen ist der Staat derjenige, der das anbietet und organisiert. Und im Grunde genommen muss man das bei diesen Tools, die sie anbieten, eigentlich auch überlegen. Und in den USA sind teilweise ja auch große Eisenbahnkonzerne und so weiter und Telefonkonzerne zerschlagen worden. Und man müsste eigentlich auch überlegen, wie man, wenn man will, mit den Regularien des Kartells oder Wettbewerbsrechts eigentlich da rankommt und sich überlegen, wie man das macht. Weil ich finde, wenn man darüber nachdenkt, kommen mir auch ganz viele Fragezeichen. An welcher Stelle wird jetzt beispielsweise Facebook zerlegt? Anhand der Messenger zur normalen Plattform, anhand der Werbestruktur und so weiter und so fort. Und deswegen ist meine Frage, zielt ihr eigentlich letztlich darauf ab, welche Überlegungen gibt es eigentlich, wie man kartellrechtlich letztlich sozusagen die zerschlagen, regulieren, vergesellschaften, was auch immer kann. Ja, ich habe zwei Fragen, die miteinander zusammenhängen. Also wenn man jetzt digitalen Kapitalismus identifiziert mit kommerzialisiertem Internet, ist das dann nicht ein bisschen zu eng? Mir würde es sozusagen bei dem Stichwort digitaler Kapitalismus eigentlich naheliegen, auch viele andere Dinge noch in den Blick zu nehmen. Also wenn man zum Beispiel so ein Schichtenmodell des Netzwerks zugrunde legen würde, dann wäre es ja interessant zu fragen, was tut sich auf den verschiedenen Schichten
Und wie weit ändern sich auch die Geschäftsmodelle historisch der Unternehmen? Also beispielsweise Apple hat ja im Grunde im Laufe seiner Geschichte sehr unterschiedliche Geschäftsmodelle verfolgt. Da sehe ich auch sehr viel Dynamik zwischen den verschiedenen Schichten im Netzwerk. Und ist nicht sozusagen dann, worauf wir uns heute konzentrieren jetzt, also diese Schlüsselunternehmen, ist das nicht auch wirklich dann eine sehr enge Phase, sage ich jetzt mal, in der Gesamtentwicklung der digitalen Ökonomie, des digitalen Kapitalismus? Also das wäre so eine Frage, ob man nicht auch das ein bisschen in einem breiteren Kontext sehen müsste, um das dann auch richtig einzuordnen. Vielleicht auch, kann ja in 10 Jahren schon wieder vielleicht ganz anders aussehen, ja. Und die zweite Frage wäre, wie der Begriff des digitalen Kapitalismus jetzt gemeint ist im formationsanalytischen Sinne. Also ist sozusagen digitaler Kapitalismus sowas Ähnliches dann wie Fordismus zum Beispiel, also eine bestimmte Phase der kapitalistischen Entwicklung, eine bestimmte Formation? Oder ist es eben doch enger zu verstehen? Ich frage das auch deshalb, weil je nachdem, welche Indikatoren man sich anschaut, man ja vielleicht auch zu verschiedenen Bildern oder Ergebnissen kommt. Sie haben jetzt gesagt, das sind die größten Unternehmen gemessen an der Marktkapitalisierung, die wertvollsten Unternehmen. Aber wie sieht es zum Beispiel aus, wenn wir uns Umsätze anschauen oder Gewinne etc., kommen wir da nicht zu einem ganz anderen Bild auch, was dann die Herrschaft, sage ich mal, dieser Unternehmen wieder stark relativiert? Und ist dann im Grunde diese ganze digitale Entwicklung nicht nur eine Dimension innerhalb von verschiedenen Umbrüchen, die im Kapitalismus halt vor sich gehen? Ja, danke für beide Fragen. Ich fange bei der ersten an. Das war die zum Kartellrecht, genau. Also im Prinzip sozusagen fragen Sie mich, glaube ich, nach nochmal ein bisschen mehr Kleingeld zu dem, was ich Ihnen vorhin so etwas schnell als verschiedene Möglichkeiten der Governance der Unternehmen, über die ich gesprochen habe, sozusagen präsentiert habe. Und das stimmt natürlich. Die strategische Option des Kartellrechts ist da ganz wichtig und da wird längst dran gearbeitet. Mein Punkt war nicht zu sagen, das sollten wir nicht machen. War überhaupt nicht mein Punkt. Mein Punkt war nur sozusagen, das kann nicht das Programm der Linken sein im Kern. Nicht wahr? Das war sozusagen mein Programm. Da müssen Sie ein bisschen mehr liefern, glaube ich. Das war sozusagen der Punkt, weil mit dieser Forderung, ne, da haben Sie jetzt mittlerweile auch in Deutschland im Grunde genommen, was so die Öffentlichkeit und die öffentlichen Äußerungen angeht, so einen relativ großen Konsens, so von halb FDP bis, ne? Also nur dass Sie so, das ist der Hintergrund, warum ich das gesagt habe, ja? So. Genau, ja, komme ich drauf, klar, genau. Und was Sie, glaube ich, schon sehen und noch verstärkt sehen werden, womöglich zunächst in den USA, wobei, es ist natürlich schwer zu sagen, ne? Ich habe diese, wissen Sie, die Denomination meiner Professur ist Soziologie der Zukunft der Arbeit. Also eigentlich sollte ich jetzt sozusagen irgendwas über Zukunft, aber wer kann schon wissen, was die Zukunft bringt? Die Optionen, die auf dem Tisch sind, sind relativ radikale Zerschlagungen, da kriegt man ganz schnell ganz viele Probleme, wie zum Beispiel, ne, kennen Sie, sind 50 Facebooks besser als ein Facebook? Was genau ist da sozusagen die Perspektive? Was glaube ich vernünftiger wäre in dem pragmatischen Sinne, ist sozusagen das, was in der Anglo-Debatte immer unter dem Label der Regulation as a Public Utility läuft. Das sind sozusagen Governance-Prinzipien. Sie schreiben diesen Unternehmen bestimmte Versorgungsaufträge zu. Das wäre wahrscheinlich das richtige Beamtendeutsch. Und sozusagen geben denen dann bestimmte Maßgaben. Und es gibt sozusagen ganz schlechte erste Gehversuche dieser Art, wie das Netzwerkdurchsetzungsgesetz. Nicht wahr? Ein ganz schlechter erster Versuch, so eine Art sozusagen in diese Richtung zu laufen. Klar, in diese Richtung soll, das würde für mich zu den Containment Policies gehören, die wir machen sollten. Mein Punkt sozusagen, da hätten Sie mich ganz falsch verstanden, wenn Sie das sozusagen so verstanden hätten. Mein Punkt war nicht zu sagen, dass diese Unternehmen sozusagen nicht extrem wichtig sind, weil sie nur Werbung und so. Nein, aber der Punkt ist sozusagen, wenn man sich fragt, wie wichtig sind diese Unternehmen für die Produktion von Wohlstand in den Ökonomien, in denen sie existieren, leisten sie da einen wichtigen Beitrag, den wir irgendwie uns stärker sichern müssen und so weiter, dann glaube ich, wenn wir da ökonomisch drauf gucken, dann ist das eher nicht der Fall. Wir haben es hier eher mit rentenextrahierenden Ökonomien zu tun, weil einfach gesagt, die Leute, die bei Amazon kaufen, die kaufen nicht mehr als vorher, die kaufen das nur nicht mehr bei Karstadt. Nicht wahr? Das ist die Logik, glaube ich, die wir da eigentlich vor den Augen haben.
Und deswegen ist sozusagen die Frage, warum ich argumentiert habe, dass sie so ein bisschen vorsichtig sein müssen, die Glorifizierung dieser Unternehmen, die sie über sich selbst betreiben, einfach um 180 Grad zu drehen und für bare Münze zu nehmen, sei es hinsichtlich ihrer Geschäftsmodelle oder auch des Gesamtnutzens, den die haben. Und uns eher fragen sollten, sozusagen, sind das eigentlich wirklich Motoren von sozusagen der Entwicklung von Wohlstand? Und zwar so, wie wir den definieren, ne? Sozusagen BIP-Wachstum und sowas, aber auch in der Hinsicht sozusagen des alternativen Wohlstandsbegriffs, den wir ja permanent im Begriff sind zu entwickeln. Nicht wahr? Also mein Sohn geht mit seiner Vorschulgruppe immer zu Fridays for Future. Natürlich, das ist sozusagen die Experimentierung eines alternativen Wohlstandsbegriffs. Und das, glaube ich, müsste, sozusagen, da spreche ich jetzt nicht als Wissenschaftler, sondern als Bürger, das müssen wir natürlich fördern, klar. Und ich glaube nochmal sozusagen zu dieser ganzen Public-Utility-Frage, das ist ungefähr die Art und Weise, wie wir jetzt mit Gaia-X auf die Infrastrukturfrage antworten. Wir lassen es private Unternehmen machen, aber wir tun es unter bestimmten Gewährleistungsgarantien des Staates, für die diese Unternehmen zum Beispiel bestimmte Datenschutz und so weiter Dinger zurückgeben. Und das ist was. Ne? Vielleicht nicht so viel, wie wir uns wünschen würden, aber es ist was. Ist das kommerzielle Internet zu eng? So, das war der erste Teil dieser Frage. Wenn ich jetzt ein bisschen schnippisch wäre, würde ich sagen, erklären Sie mir, was an dem anderen Zeug irgendwie eine interessante, wirkliche Erneuerung ist. An sozusagen bestimmten, die ganze Automatisierungsdebatte, die wir haben, die ganze KI-Debatte als Automatisierungstechnologie, die wir haben, erklären Sie mir, was ich da nicht sozusagen, wozu ich da über etwas Neues nachdenken muss, was ich sozusagen nicht aus der zum Beispiel Arbeitsindustriesoziologie und der Geschichte von Automatisierungstechnologien im Grunde genommen schon weiß. Ne? Das ist die Art und Weise, wie ich mich diesem Feld gestellt habe. Ne? Die Frage, was ist daran eigentlich wichtig und sozusagen dann doch irgendwie relevant, vielleicht nicht ganz neu, aber sozusagen relevant und was ist der analytische Kern dieser Art von Praxis? Es ist jetzt interessant mit den Geschäftsmodellen sozusagen, dass ich ja nicht auf der Geschäftsmodellebene argumentiere, sondern ich sage, verschiedene Geschäftsmodelle sind im Prinzip sozusagen im Prinzip ein und dasselbe. Es ist die Extraktion von Renten aus Marktbesitz. Und die kann in unterschiedliche Geschäftsmodellmasken tragen sozusagen. Die können sich auch verändern. Aber gerade Apple ist ein interessantes Beispiel. Apple ist natürlich das, wo sie im Prinzip immer sagen können, ja, das ist doch das Unternehmen, das verdient hauptsächlich Geld mit Hardware. Ja? Ja, die Entwicklung von Apple ist, das ist in meinem Buch drin und so, ne? Die Umsätze aus dem App Store so, wären die Umsätze aus dem iPhone so. Ja? Das ist die Logik. Die Reorganisation dieses Unternehmens rund um Dienstleistungen, so wie wir das in der Wirtschaftspresse beschreiben, das ist die Kapitalisierung der bestehenden Marktfunktion, worüber wir dabei dann sprechen. Und dann gab es den zweiten Teil dieser Frage, wie sich das sozusagen als Formation zu dieser Frage kapitalistischer Formationen verhält. Die Formel, ich mache das in dem Buch so ein bisschen regulationstheoretisch und spreche von so etwas wie einem Akkumulationsmodell in the making. Und ich glaube, wir müssen erstmal verstehen, was das Angebot dieses Akkumulationsmodells ist, so wie ich Ihnen das heute dargelegt habe, um dann die Diskussion führen zu können, die wir zum Beispiel jetzt heute diesbezüglich geführt haben, die ja auch an anderer Stelle geführt werden. Und die Art und Weise, wie ich da vorgehe, ich finde das ja wirklich sympathisch, dass Sie mir da sozusagen Fragen nach den theoretischen Bezugspunkten und so weiter stellen. Also die trotz jetzt Regulationstheorie in dieser Linie, der zentrale Bezugspunkt des Buches ist nicht Marx. Der zentrale Bezugspunkt des Buches ist Schumpeter. Und es ist der Schumpeter von Kapitalismus, Sozialismus, Demokratie. Warum? Es ist, glaube ich, ein interessantes intellektuelles Projekt, den Schumpeter von diesen Leuten, die ihn sozusagen zur Ideologie ihrer Markteroberung machen, zurückzuerobern. Das ist so das eine. Aber das andere ist, wissen Sie, ich habe jetzt gerade, weil Sie das gefragt haben, sozusagen, dem zentralen Kapitel meines Buches, jetzt komme ich, obwohl es ja eigentlich keine Buchpräsentation ist, doch irgendwie zu diesem Buch, dem ich den überschrieben habe, ist dieses schon vielleicht bekannte Schumpeter-Zitat: Der beste Weg, um eine lebendige, wirklichkeitsnahe Vorstellung der industriellen Strategie zu gewinnen, ist tatsächlich der, dass man das Verhalten neuer Konzerne und industrieller Unternehmungen ins Auge fasst, die neue Güter oder Prozesse einführen oder sonst einen Industriezweig teilweise oder ganz reorganisieren. Das ist die
Das ist die Vorgabe, der ich da gefolgt bin. Und so komme ich zu dieser Art von Einschätzung. Danke. Jetzt habe ich noch drei Fragen und dann würde ich sagen, kommen wir langsam angesichts der Zeit zum Schluss mit den Fragen und Antworten. Das ist nochmal die Ecke links von mir, aus der linken Ecke. Da hinten erstmal, genau. Links außen. Nein. Ja, nicht ganz. Also, ich würde gerne nochmal von einem anderen Blickwinkel auskommen, da Sie ja zu Recht die Frage aufwerfen, wie können wir damit strategisch umgehen und Sie auch gerade nochmal den Wohlstandsbegriff aufgebracht haben. Wie gesagt, ich komme vom Zentrum Gute digitale Arbeit und Mitbestimmung. Ich habe den starken Blickwinkel von Betrieben, Betriebsräten, auf die zurollt, Automatisierung und alles, was folgt. Und Sie ja vorhin gesagt haben, es gibt sozusagen die Allianz von Kapitalkonsum versus Arbeit. Und wir das große Problem haben mit fortschreitendem KI, fortschreitender Automatisierung, wo entsteht eigentlich noch Wohlstand? Und das wäre, finde ich, für uns auch eine Aufgabe zu überlegen. Es ist ganz klar, es geht natürlich um das Grundverständnis der Arbeitsgesellschaft, aber das ist ein großes Projekt auf dem Weg dorthin. Was können eigentlich Strategien sein, um dort Partizipation, Umverteilung vorzunehmen? Das ist der eine Aspekt, also es ist mehr ein Kommentar. Das andere, was ich sehr sinnvoll finde, ist der Ansatz, sich anzugucken, weg vom, was wir im Moment erleben, weg vom Konsumenteninternet hin zu dem, was Sie ja auch beschreiben, dem extraktionsrentenbasierten Modell, weil das nochmal die Möglichkeit der Organisation des Arbeitskampfes sehr einschränkt. Und ich finde, wenn wir uns sozusagen über das Genuine des digitalen Kapitalismus unterhalten, darauf haben Sie auch hingewiesen, Zukunft der Arbeit, müssen wir auch diese Perspektive einnehmen. Was heißt das für Arbeitskämpfe, nicht? Und da ist das Modell, finde ich, sehr sinnvoll, das Sie einbringen, extraktiver Kapitalismus. Ja, vielleicht Ergänzung, damit wir nicht so in totalen Pessimismus verfallen. Am beunruhigendsten war ja Ihre Diagnose, Kapital und Konsument steht gegen Faktor Arbeit, während wir alle wissen, dass wir in einer Person Konsument und Arbeitende sind. Also muss ja dieser Widerspruch irgendwie in uns selber prozessieren. Und deshalb meine vielleicht konstruktiv optimistische Frage, wo sehen Sie denn die Ansatzpunkte, auch in dem Sinne, wie es meine Vorrednerin angerissen hat, dass die Produzenten dieses digitalen Reichtums selber entweder durch die Prekarität ihrer sozioökonomischen Stellung, also Freelancer, Contract Workers und so weiter, dass da selber Widerstandsformen entstehen, die dann praktisch von der Konsumentenseite aufgegriffen werden können. Also in dem Sinne, dass nur als Beispiel, wie man von öffentlichen Hand verlangt, dass sie etwa in der Bauindustrie nur Aufträge an Firmen geben, die bestimmte Arbeitsstandards einhalten. Solche Versuche, den Konsumentenbereich mit dem Bereich der Arbeitenden zu verknüpfen, wären ja möglich. Zweite Frage, wie sieht man in den USA die Chancen, diese völlig vermarktlichen Formen des Arbeitskraftangebots wieder vom Kopf auf die Füße zu stellen, also Lohnarbeit tatsächlich als Lohnarbeit zu nehmen und mit kollektiven Arbeitsverträgen auszustatten. Barbara Ehrenreich hat ja lange Zeit versucht, die Freelancer zu organisieren und ist da heroisch gescheitert. Aber ich glaube, sie ist optimistisch geblieben, dass die Arbeit da getan werden müsste. Noch jetzt noch. Ja, hier vorne, ja. Alex. Okay, das ist eine unwahrscheinliche Streuung der Fragenden im Raum, ja, dass wir alle hier in dieser Ecke sitzen. Irgendwie komisch, ja. Also, ich eigentlich sind es Nachfragen mit der Bitte vielleicht, dass Sie diese Punkte einfach noch ein bisschen ergänzen zu dem, was Sie schon sowieso gesagt haben. Also, mich würde es interessieren, weil Sie ja mehrfach auch die Fridays for Future und Ihren Sohn angesprochen haben, welche Rolle der hohe energetische Aufwand dieser Prozesse der Digitalisierung beinhaltet, der ja möglicherweise eine wirkliche Schwachstelle ist. Und dann haben Sie ja gesagt, dass der Konsum dadurch nicht steigert. Und das frage ich mich, ob das so zutrifft. Also meine Beobachtungen sind so, dass
also das sind jetzt Einzelfälle, aber Sie betrachten das ja soziologisch dann in größeren Aggregaten, dass ich das Gefühl habe, viele, die keine Zeit haben, kaufen ein, schicken nicht zurück oder schicken zurück und dann entsteht tatsächlich mehr Nachfrage, weil es mehr, wie kann man sagen, Verschwendungsnachfrage ist, Ausprobiernachfrage und natürlich damit auch ein unglaublich logistischer Apparat in Gang gesetzt wird, der, also, so dass ich mich frage, ob da nicht doch Dinge in Gang kommen dadurch, die mit Arbeit auf ganz andere Weise dann wiederum verschränkt sind, ja, also, und was es dann auch schwierig macht, weil daran so viele neue Interessen anschließen, ja, also das einfach sozusagen nur als Rentenökonomie zu betrachten, sozusagen isoliert von dem gesamten Reproduktionskreislauf, also sowohl da wie dort. Und das andere, das geht ein bisschen in die Richtung von Toms Frage, also weil ich mich frage, also ich meine, wie könnte man sagen? Man könnte ja sagen, es ist ja natürlich eine irre Entwicklung, dass 1,5 Milliarden Menschen auf einer Plattform kommunizieren. Und der wirkliche Skandal ist, dass das unter privaten Vorgaben ist. Und so wie Mark Zuckerberg die Meinungsfreiheit auslegt, ja, dass das im Prinzip eine Form von, na, also man kann das jetzt mit vielen Schimpfworten belegen, da kommt man auch nicht weiter, aber es ist jedenfalls eine skandalöse Vorstellung, wie sozusagen das Grundrecht auf Meinungsfreiheit dann dort sozusagen weitergetrieben wird. Aber es gibt einen Vergesellschaftungsprozess darin, von dem man sagen kann, wie würde das, also was wäre das, wenn man das jetzt kartellrechtlich so zurückschraubt, dass man sagt, okay, das Vergesellschaftungsniveau zurückdrehen. Und da habe ich mich gefragt, weil Sie diese, naja, also in welche Richtung auch immer Sie vorschlagen, die Option zu wählen. Und mich hat das nochmal interessiert, ich habe die Formulierung leider nicht mehr genau im Sinn. Sie hatten ja neben den kartellrechtlichen noch andere Optionen und ich würde es jetzt mal mit dem Stichwort Wirtschaftsdemokratie, also anschließen an die Frage Vergesellschaftungsdynamik, also wo wären da die Hebel, also zu sagen, wie würden wir in diese Richtung weiterdenken können, also bezogen auf die Einheit von Arbeitenden und Konsumierenden. Ja, also so, das, da würde mich einfach interessieren, ob Sie selber an so einem Punkt schon sind, da also weitere Überlegungen zu haben. Ja, wie lange darf ich denn jetzt antworten um 7:55? Okay, also ich fange mal hinten an und vielleicht nehme ich bestimmte Dinge, vielleicht sozusagen ist es in gewisser Weise auch eine Sammelantwort auf die Fragen. Also was die wertschöpfende Arbeit, die sozusagen rund um diese Systeme passiert, angeht, würde ich natürlich sagen, die existiert. Der Witz ist sozusagen, welchen Deal für diese Art von wertschöpfender Arbeit bieten diese Organisationsmodelle an. Und der Deal, den sie anbieten, ist, glaube ich, dass sie 30% der Wertschöpfung einbehalten. Und das ist dann natürlich wieder was wir im Prinzip, wie Sie das richtig gesagt haben, sozusagen versuchen können zu politisieren im Sinne sozusagen, also zum Beispiel als Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter, klar. Das ist absolut das, was ich auch nahelegen wollte. Was die ganze Frage nach dem Konsum und der Nachfrage angeht, habe ich ein bisschen das Problem, dass sozusagen ich verstehe die Frage sehr gut und die Antwort ist sozusagen natürlich, das ist ein System, das in sich sozusagen, überrascht Sie jetzt auch nicht, Sie sind ja alle irgendwie sozusagen Kapitalismus orientiert irgendwie geschult, ganz offensichtlich, die sozusagen, dass das ganze Ding natürlich sozusagen in sich krisenhaft ist. Ist offensichtlich, wenn wir sozusagen, wenn die zentrale Innovation, die uns sozusagen dieses Modell anbietet, konsumrationalisierende Maschinen sind, die Renten extrahieren. Klar. Es gibt da zwei Aspekte dran, die ich interessant finde. Das eine ist sozusagen der Aspekt, dass sozusagen das, was Ihre Alltagsempirie ist, findet natürlich statt sozusagen vor dem Hintergrund sozialer Ungleichheit. Würde ich sagen, als sozusagen, haben Sie in gewisser Weise auch angetextet als Soziologe. Wenn Sie so ein bisschen holzschnittartig darüber reden würden, dann könnten Sie sagen, wir haben es im Prinzip mit zwei Gruppen von für diesen Kapitalismus interessanten Akteuren,
unter uns zu tun. Das sind die Leute, oder mit einer Gruppe, die ist interessant, eine andere Gruppe, die ist nicht interessant. Die Gruppe, die nicht interessant ist, sind die Leute mit viel Zeit und wenig Einkommen. Und die Gruppe, die interessant ist, sind die Leute mit wenig Zeit und viel Einkommen. Und für diese Gruppe sind diese Maschinen entwickelt. Das ist vollkommen klar. Ja, natürlich. Und das erzeugt diese Phänomene, die Sie sehen, und es stimmt, in der aggregierten Form sozusagen, ändert das aber irgendwie nichts daran, dass sozusagen wir im Prinzip eine säkulare Stagnation der Nachfrage haben, die Basis der säkularen Stagnation des Wachstums ist. Und das schon sehr lange. Und das, ich sage das auch sozusagen meinen Studierenden immer wieder, dass sozusagen uns diese Art von Wahrnehmung, die wir alle haben, dass wir irgendwie viel zu viel konsumieren, ist ja auch ökologisch und so richtig, wir konsumieren viel zu viel und dennoch konsumieren wir zu wenig, nicht wahr? Das ist sozusagen eine paradoxe Situation, die sozusagen, da muss man, glaube ich, dann das Gebäude verlassen. Und deswegen interessiert, also sozusagen das Gebäude, in dem dieses Denken stattfindet. Und das versuche ich so ein bisschen anzutexten mit alternativen Wohlstandsbegriffen, nicht wahr? Und dann ist für diese ganze Konstruktion, also nehmen Sie dieses sehr schöne Buch, gerade bei Surkamp erschienen, zur Fundamentalökonomie. Die Idee, dass wir sozusagen, wenn wir auf eine andere Art und Weise auf unsere Ökonomie gucken, 40% ungefähr der Beschäftigten in Europa in einem Sektor haben, der nicht mal so richtig Kapitalismus genannt werden kann. Das muss man doch erstmal wahrnehmen, erkennen sozusagen, wie wir vielleicht, oder darüber nachdenken, wie wir diese Art von sozusagen Wohlstandsproduktion tatsächlich wahrnehmbar machen können. Ich war der Green New Deal, Alexandria Ocasio-Cortez, ist so ein bisschen so ein Versuch. Die Leute müssen sozusagen irgendwie so eine Idee haben wie in der Schweiz, dass das schön ist, in Zügen, die dem Staat gehören zu fahren oder ihnen als Bürgern gehören zu fahren. Es muss sozusagen, es muss Teil sozusagen von dem Wohlstandsbegriff sein, den man zum Beispiel über so sozusagen Headlines wie Green New Deal versuchen kann zu adressieren. Ich glaube, das ist die Richtung, die wir uns bewegen können. Und wenn meine Analyse ein bisschen dabei helfen kann, zu sortieren sozusagen, was eigentlich an dem Feld, auf das wir uns so neurotisch fixiert haben, nicht wahr? Digitalisierung. Was daran eigentlich wichtig ist und was nicht. Und was daran Option ist und was eigentlich nur sozusagen Falle. Dann, glaube ich, bin ich sehr zufrieden mit dem, was ich gemacht habe. Okay, ich danke allen fürs aufmerksame Zuhören.